Elton jetzt eingebaut von Stefan. Muss ein bisschen Platz machen. So, und jetzt natürlich dort raus. Ja, versucht sich bei Elton dafür so zu bedanken, indem er ihm nochmal richtig fett in die Karre reinfährt. Oder versucht er ihn damit anzuschieben. Yeah, es geht um Zerstören. Also, Elton sagt sich, was will der Chef nur von mir? Und Stefan sieht, dass er wohl den Daimler gekillt hat. Nein, Elton fährt auch weiter. Und der bedankt sich bei Stefan und gibt ihm gleich einen auf die Vorderachse. Und die Vorderachse, ja, gezeichnet. Jetzt auch vorn rechts. Und Elton auf der Seite und auf dem Dach. Aber ich glaube, was er noch in seinen letzten Zügen dort geschafft hat, das war vielleicht noch mehr wert. Denn ich glaube, der hat gerade Stefan vorn die Achse komplett zersemmelt. Denn auch das vordere rechte Rad bei Stefan Raab sieht jetzt extrem mitgenommen aus. Elton also auf dem Dach. Elton soll das Auto ausmachen und kann gleich aussteigen. Und Stefan Raab. Also mit der Vorderachse wird nicht mehr viel gehen. So, da ziehen sie ihn raus. Wundert uns, dass er da so doll durch diesen Fensterausschnitt durchpasst. Elton also draußen. Aber was für Schaden hat er angerichtet am Auto von Stefan Raab? Das ist die große Frage. Jawohl, das nennt man noch einmal eine Ehrenrunde. Und hier steht Stefan. Da ist der Motor drunter. Haben wichtige Teile dadurch noch mal was abbekommen. Also, Elton verabschiedet sich sehr liebenswert hier von seinem Chef. Ist raus. Wollte natürlich noch länger fahren. Mensch, Elton, also so kenne ich dich ja gar nicht, mein zarter, kleiner Kuschelbär. Was war denn da los, du aggressiver Kerl? Ja, ich glaube, man hat es halt gesehen. Ist wahrscheinlich regelkonform, was Stefan gemacht hat. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber er stand halt gegensätzlich der Fahrtrichtung und ich konnte mich nicht wehren. Ist halt immer in mich reingefahren. Und ich war halt so schweinewütend. Sowas macht man einfach nicht. Und im Rennen vorher wirft er mir noch vor, ich wäre unsportlich. Was für ein Honk. Naja, also sehr elegant sieht das, was du da gerade auf Stefans Auto treibst, ja auch nicht gut aus, oder? Ja gut, ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen. Das ist natürlich nicht besonders schön. Aber ich war halt wütend. Was soll ich machen? Aber danke, Schalke, dass ihr noch zu mir steht. Vielen Dank.